Im Wiener T-Mobile Center treffen sich anlässlich der zweiten Auflage von Industry Meets Makers Vertreter diverser Großbetriebe mit jungen Kreativköpfen aus der heimischen Startup-Szene. Wir haben sehr viel derartige Makers, also die Szene boomt tatsächlich in Wien. Und ich glaube, es gibt mittlerweile jetzt im zweiten Durchgang schon viele Industrieunternehmen, die das einfach spannend finden. Und es gibt natürlich auch viele Industrieunternehmen, die sagen, bevor ich mir quasi in meinem eigenen Unternehmen den Change-Prozess antue, versuche ich es einfach einmal auf die Art und Weise. Top-Unternehmen von Infineon bis Magna entwickeln Aufgabenstellungen, für deren Lösung sie sich aus der Startup-Szene ganz neue Ansätze erhoffen. Im Vordergrund stehen Digitalisierungsprojekte. Ein sehr gelungenes Beispiel liefert im Vorjahr die Kooperation von T-Mobile mit dem Startup Smart Green Solutions. Ein intelligentes Hochbeet, das über ein Mobilfunkmodul ans Internet angebunden ist. Die IoT-Box von T-Mobile unterstützt uns dabei, die Daten, die im Beet gesammelt werden, das wäre Luftfeuchtigkeit, Temperatur, vor allem die Erdfeuchtigkeit, die Helligkeit, die Sonneneinstrahlung etc., all diese Daten zu uns übertragen zu können und am Smartphone zum Beispiel darstellen zu können. Ja. Und hier auch entsprechend als Gärtner intervenieren zu können. Ja, möchte ich zum Beispiel manuell die Bewässerung ansteuern, möchte ich bestimmte Bewässerungsparameter verändern, dann kann ich das direkt auf meinem Smartphone machen und wird über die T-Mobile IoT-Box übertragen und entsprechend am Beet abgespeichert. Ja. Ein Best-Practice-Modell, das bei Industry Meets Makers entstehen kann. Die Holzarbeiten werden von ehemaligen Langzeitarbeitslosen verrichtet, die durch dieses Projekt ein Tischlereiunternehmen gründen konnten. Auch heuer finden hier Jungunternehmer mit Großkonzernen zusammen, zum Beispiel beim Thema autonomes Fahren. Wenn man jetzt die Zeiten, die der zukünftige Fahrzeuginsasse hat, wenn man da weiter überlegt, was für einen Nutzen hat man da? Ich meine, ich sehe das mit den Industrie Meets Makers da als Chance, in ein Segment einzusteigen, das wir aus der Magna oder Magna Steyr so in der Form nicht darstellen. Unser Favorite ist die Magna, also nicht mit der T-Systems und der T-Mobile zusammen, wirklich die Magna, das Gamification in Auto, weil wir durften in einem Hackathon in Bratislava für den Hyperloop sowas Ähnliches schon machen und dieses Konzept möchten wir eigentlich an die Magna bringen. Spiele für das selbstfahrende Auto werden schon heute entwickelt. Nur ein Beispiel von vielen. Natürlich klappen die Kooperationen zwischen New und Old Economy nicht immer derart auf Anhieb. Ich habe jetzt mit zwei möglichen Kooperationspartnern gesprochen. Im Endeffekt, die Unterstützung, die wir brauchen, können uns die auch nicht bieten. Wir müssen erst das selber machen. Aber dass es sowas gibt, dass man sie kennenlernt und auch bei Du ist, das ist eigentlich der Benefit für jeden Maker, auch wenn es jetzt nicht zu einer Kooperation kommt. Und deswegen finde ich es total super. Die Industrieunternehmen stellen den jungen Makers ihre Infrastruktur und auch Produktionsmittel zur Verfügung. Im Vordergrund steht weniger das konkrete Projekt, sondern der Start eines kreativen Dialogs. Wenn mal was da ist, worüber man reden kann und konkret daran arbeiten kann, dann entwickelt sich eh super weiter. Also dann entstehen komplett neue Kooperationen, manchmal versanden die eigentlichen Prototypen, aber aus der Kooperation entsteht ganz was anderes Neues. Also ja, das ist mein Ziel, dass wir bei den Digital Days tolle erste Ergebnisse haben. Industry Meets Makers lädt bis in den Herbst alle zum Mittüfteln ein, um so Wien zu einer noch innovativeren Stadt zu gestalten.